Easy. Oh, upstairs there. He dropped. Hinterweg, meine Freunde, was geht ab? Willkommen zu einem erneuten Video hier auf meinem Channel. Post, dass du am Start bist. Heute stelle ich euch die Kar vor, der Gegensatz zu der Swiss. Ich würde sagen, die Swiss ist so mehr Movement bezogen und die Kar ist mehr so eine steifere Sniper. Allerdings, wer ruhiger spielt als Movement hittet, für den ist die Kar besser als die Swiss, finde ich. Ich persönlich hätte gerne Movement, für mich ist die Swiss besser, allerdings ist die Kar, ich sag mal, minimal schlechter für mich. Aber wirklich noch minimal. Ich würde sagen, viel Spaß mit den Highlights. Am Ende gibt es ein Klassen-Setup dazu, so wie immer. Und viel Spaß mit dem Video, Freunde. Snipen hat er nicht verlernt, Digga. Snipen kann er noch. Er hat so Snipe bekommen. Manchmal hört man den wirklich nicht. Ich dachte, er versucht zu reden. Ja, das erklärt einiges. Mein Gott, wurde ich beleidigt, Digga. Was ist denn mit ihm los? Du hast mich auch. Thank you.
So, meine Freunde, kommen wir auch schon zum Klasse-Setup der K. Wie spiele ich die K? Die K zocke ich mit einem Monolithschalldämpfer. Bei der Mündung Monolithschalldämpfer. Lauf zocke ich den letzten Lauf. Laser zocke ich taktischer Laser. Visier zocke ich variables Scope. Anstatt das variable Scope würde ich aber tatsächlich für euch, falls es so ist, lieber hier so einen Griff empfehlen. Einen von denen, müsst ihr dann wissen. Oder Fingerfertigkeit. Ja, und da zocke ich Schaft, ausgehöhlter Schaft. Damit ich halt, wenn ich im Startscope bin, mich einfach schneller bewegen kann von links nach rechts. Ansonsten kriegst du halt schneller einen Headshot. Ja, ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Lass ein Like da, lass ein Abo da. Kuss. Kuss.